Huhu Leute, ich bin Flasher, willkommen zur nächsten Episode in meiner Videoreihe Rotations und Benchmarks. Eigentlich mit Episode 2.1, denn, 2.2 natürlich, denn wir sind immer noch beim Krieger. Heute gucken wir uns den Kondi-Berserker an. Also im Prinzip, das gleiche, was wir schon im letzten Video gemacht haben, nur diesmal in der Kondi-Variante. Das letzte Video war ja für die Power-Version, sage ich jetzt mal. Und ja, das sind halt diese beiden großen Builds, die bei den Kriegern gespielt werden und je nach Situation unterschiedlich stark sind. Darum sollte man auch auf jeden Fall beides haben und beides können. Und daher gucken wir uns heute dann die Rotation von diesem Krieger an. Das Coole ist, wir müssen gar nicht auf so extrem viel achten, außer auf eine Sache, und zwar auf die gleiche wie auch beim Power, nämlich das Buffwood. Der Grund ist der gleiche, der Nerf des Mesmas und des Siegels der Inspiration hat halt dafür gesorgt, dass das Machtstacken in einer Gruppe sehr, sehr viel schwieriger ist. Und darum sind jetzt auch viele der Kondi-Krieger auf ein anderes Buffwood umgestiegen, nämlich ebenfalls auf die goldenen Klöße, die eine 20% höhere Segensdauer geben. Vor allem beim Kondi bietet sich das jetzt an, da der Kondi-Krieger sowieso schon immer im direkten Vergleich leicht weniger Macht gesteckt hat als die Power-Variante. Das war auch der Grund, warum schon immer beim Kondi als Rune diese Macht-Stacking-Rune genutzt worden ist und nicht wie bei der Power-Variante, wo man im Prinzip zwei Runen zur Auswahl hat. Eine komplette offensive Rune, Gelehrten-Rune und halt diese Macht-Stacking-Rune, die Stärke-Rune. Beim Kondi musste man schon immer die Macht-Stacking-Rune nutzen, auch wenn es hier natürlich eine offensive Variante mit der Berserker-Rune gegeben hätte, war das Macht-Stacking zu schlecht. Durch diesen Nerf ist es jetzt natürlich noch schwieriger geworden, Macht zu stacken, und daher bietet sich's an, auch beim Kondi die frittierten Klöße als Buffwood zu benutzen, worauf jetzt auch schon wirklich viele Krieger umgestiegen sind. Zwar noch nicht alle, man sieht auch noch oft Kondi-Krieger ohne dieses Buffwood spielen, allerdings, und ja, das ist jetzt natürlich einerseits ein bisschen blöd, dass ich das in einem Rotation-Video erklären muss, weil es eigentlich sollte ja hier um die Rotation gehen, aber es ist wichtig, um zu verstehen, wo der DPS herkommt, beziehungsweise warum der DPS so ist, wie er ist. Da wir jetzt halt kein offensives Buffwood mehr nutzen, das heißt, uns fehlen hier vor allem diese 20% Zustandsdauer, die wir verlieren, wenn wir nicht mehr diese Keulkuchen benutzen, müssen wir diese verlorene Zustandsdauer natürlich ausgleichen durch andere Sigile. Das heißt, das Equipment generell ist jetzt auch bei den meisten Kriegern extra angepasst darauf, dass man diese frittierten Klöße nutzt. Und das bedeutet letztendlich, dass das Equipment ein kleines bisschen anders ist als noch damals in meinem Kondi-Krieger-Guide. Und das bedeutet aber auch, dass man einen ganz schönen DPS-Einsturz hat. Das heißt, der Krieger muss sozusagen dafür leiden, dass der Mesmer genervt worden ist, und damit aber alle anderen Klassen nicht leiden müssen, muss halt das Machtstacking ausgeglichen werden, und ja, dann ist sozusagen wenigstens nur der Krieger der hier einen DPS-Einsturz hat. Aber auch den Build, den ich hier benutze, seht ihr in der Videobeschreibung. Auch da ist natürlich wieder ein Link zu genau dem exakten Build, was ich hier gerade benutze. Und da könnt ihr das einfach nachgucken und dann versteht ihr auch, wo der DPS herkommt. Ich werde euch aber trotzdem am Ende natürlich auch einen Vergleich zur ganz normalen DPS-Variante, wie der Krieger früher gespielt worden ist, zeigen, damit ihr auch ganz genau seht, was da jetzt für ein DPS-Einbruch ist, also wie hoch der genau ist, dadurch, dass man jetzt dieses neue Bild spielt. Und ja, genau, das ist die einzige Sache. Das heißt, wir spielen auch hier wieder mit Klößen. Das bedeutet natürlich, hier in der Arena, wenn wir unseren DPS testen, müssen wir einfach gar kein Buffwood benutzen. Denn die Klöße geben uns so oder so keine offensiven Stats, die uns hier in dieser Testarena irgendwelche Vor- oder Nachteile geben würden. Das heißt, wir können Buffwood einfach weglassen und wir benutzen nur das Schraubenschlüssel-Buffwood, also nur die toxischen Fokussierkristalle. Ist also, wenn ihr hier DPS testen wollt, in der Arena relativ billig. Naja, das ist auch eigentlich die einzige Sache, auf die man aufpassen muss, wenn man Kondi-Krieger DPS testet. Alle anderen Sachen lassen sich genauso einstellen wie bei jeder anderen Klasse auch. Und das ist das Coole, denn anders als bei der Power-Variante können wir einfach uns alle Segen geben. Wir müssen also nicht darauf aufpassen, dass wir irgendwie Elan weglassen und dass wir uns nur ein Steck Stubby geben und sowas. Ich werde das übrigens nie richtig aussprechen können, dieses Steck Stubby. Ich werde das immer irgendwie komisch betonen vermutlich, aber egal, ich versuche mich zu bessern. Denn wir haben hier beim Kondi-Krieger haben wir keinen Trade mehr, der uns mehr Schaden gibt, wenn unsere Ausdauer nicht voll ist. Das heißt, wir müssen hier nicht
wie bei der Power-Variante, Ausweich-Skills in unsere Rota mit einbauen, um unsere Ausdauer niedrig zu halten, wodurch dann der Elan, was ja eine 50% höhere Ausdauerregeneration gibt, uns schaden würde. Das heißt, wir können das hier einfach benutzen, wir geben uns einfach alle Segen. Und was auch cool ist, ihr könnt euch einfach ohne Ende, jetzt versuche ich es mal richtig zu sprechen, Stacks Stabi zu geben, denn ein einziger Stabi, ja, jetzt geht's wieder los. Ein einziger Stabi-Stack ist ja sowieso erlaubt bei den Krieger-Rotas. Und wir werden innerhalb unserer Rotas den Kopfstoß, der uns ja selbst betäubt, nur ein einziges Mal ganz am Anfang benutzen und dann nie wieder. Das heißt, in dieser Zeit, wo unsere Berserkerform nicht aktiv ist und wir die Be wieder auf den Cooldown warten müssen, werden wir es so oder so schaffen, unser Adrenalin schnell genug aufzufüllen, sodass wir in unserer Rota den Kopfstoß gar nicht mehr nutzen brauchen. Und das bedeutet, wir betäuben uns auch nicht mehr selbst und müssen daher auch nicht darauf achten, dass wir uns eventuell durch zu viele Stabi-Stacks unfaire Vorteile geben würden, indem wir die ganze Zeit die Selbstbetäubung ja sozusagen überbrücken. Und wir können hier einfach die ganze Zeit auf Stabi klicken, weil wir, wie gesagt, das eh nicht brauchen. Und dadurch, dass wir einfach ganz viele Stacks Stabi haben, bedeutet das natürlich, wir müssen nach jedem einzelnen Kampf, nach jedem Versuch hier an der Arena, müssen wir nicht jedes Mal wieder an die Konsole gehen und uns den Stabi-Stack wiedergeben, sondern wir geben uns einfach 25 und dann können wir halt ganz leicht schnell hintereinander auch 25 Versuche an unserer Rota machen. Das ist also auch ziemlich angenehm. Und natürlich auch bei den klassenspezifischen Verbesserungen nehmen wir auch einfach alle. Und bei dem Golem nehmen wir auch, wie wir es kennen, 4 Millionen durchschnittlichen Golem mit allen Zuständen. Das war's schon. Das heißt, an Vorgeplänkel und Einstellungen müssen wir hier also gar nicht mehr machen. Das ist wirklich einfach. Und ja, jetzt können wir uns an die Rota setzen. Also zu der Rota. Wir benutzen ja Schwert, Fackel und einen Langbogen. Wobei der Langbogen ja im Prinzip unser Hauptset ist, auf dem wir hauptsächlich sein werden, während wir in der Berserkerform sind. Und ja, das Schwert-Fackel-Set nutzen wir hauptsächlich zum Zeitüberbrücken. Das heißt, im Prinzip ist die Grundrotation oder das System dahinter ganz einfach. Solange wir nicht im Berserker-Modus sind, kämpfen wir auf Schwert-Fackel. Solange wir im Berserker-Modus sind, kämpfen wir auf dem Langbogen. So einfach. Es werden zwar natürlich noch ein paar kleine Tricks eingebaut, um noch ein bisschen mehr DPS rauszuholen letztendlich, aber ganz grob gesagt, im Berserker-Modus Langbogen, außerhalb des Berserker-Modus Schwert-Fackel. Fangen wir gleich erstmal mit dem Langbogen an, denn das ist wie gesagt unser wichtigster Skill. Und auch hier sind die Prioritäten ähnlich verteilt wie auf dem Großschwert der Power-Variante. Wir wollen so oft es geht unseren F1 im Berserker-Modus benutzen, das verbrannte Erde, das macht ein großes Feuerfeld, was Schaden macht und Brennen hinzufügt. Das wollen wir so oft es geht durchballern. Werden natürlich auch hier wieder dieses Feld oder beziehungsweise unseren F1 mit unseren Heilskill verdoppeln können. Dann einer unserer nächstwichtigsten Skills ist im Prinzip der Feuerfächer, der drei Brandpfeile verschießt, die ebenfalls Brennen zufügen. Und danach kommen im Prinzip die anderen Skills. Vor allem hier Festnageln ist noch sehr gut, da der Blutungsdeckt und die anderen beiden Skills machen eigentlich gar keine Zustände, sind aber auch nicht verkehrt. Denn beispielsweise der Bogenschuss, wie ich bereits gesagt habe, im Kondi-Build hat man nicht ganz so gute Machtstack-Möglichkeiten wie noch im Power-Build. Zumindest unter normalen Voraussetzungen, wo beide optimale Rotas fahren können. Daher kann man den Bogenschuss hier gut in die Rota mit einbauen, denn das ist ein Explosionsfinisher. Und wenn wir einen steht auch dran, Kombo-Abschluss Explosion. Und an unserem verbrannte Erde, unserem F1 steht Kombo-Feld Feuer. Das heißt, wenn wir das kombinieren, ein Feuerfeld und da einen Explosionsfinisher reinmachen, dann gibt es drei Bereichsmacht. Für uns und unser Team. Dadurch, dass wir den Phalanx-Stärke-Trait haben, der jedes Mal, wenn wir uns Macht geben, auch noch Verbündeten Macht gibt, wird unsere 3 Macht auch noch auf die Verbündeten kopiert. Das heißt, wir kriegen 3 Macht und unsere Verbündeten insgesamt durch diese Kombo sogar 6 Macht. Das heißt, um Macht zu stacken, sollten wir nach Möglichkeit auch diese Möglichkeiten dann auch nutzen. Das geht natürlich hier in der Arena total einfach, denn da liegt kein anderes Feld außer unser Feuerfeld. Im Spiel selbst, also in realistischen Szenarien, in Fraktal- und Raid-Kämpfen, ist es natürlich ein bisschen schwieriger und da werden wir vermutlich auch sehr oft nicht den Explosionsfinisher in einem Feuerfeld auslösen können.
denn da spielen natürlich noch viele andere Spieler mit, die auch ebenfalls irgendwelche Felder legen, vor allem die Mesmer und die Druiden, die fast permanent Brunnen und Glyphen legen, was oft Lichtfelder sind. Das heißt, wir werden sehr oft leider nicht schaffen, in Feuerfeldern zu stacken, aber trotzdem sollten wir es wenigstens versuchen. Und daher nutzen wir auch diesen Skill. Und dann haben wir als letztes halt noch den schwelenden Pfeil, der eigentlich nur Blindheit macht und relativ niedrigen physischen Schaden. Aber der ist sowohl kein DPS Increase, aber auch kein Decrease. Also der erhöht unseren DPS nicht wirklich, aber er verringert ihn auch nicht. Von daher kann man ihn ruhig in die Rota mit einbauen, weil er eh an einer Stelle ziemlich gut passt. Aber insgesamt werden wir natürlich unseren F1-Skill genauso wie in der Power-Variante ungefähr 5-mal versuchen durchzukriegen. Da kann man mitzählen, das heißt den ganz, ganz oft benutzen, 5-mal. Den Feuerfächer, ich glaube, der ist, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, 3-mal ist der in der Rota drin. Und alle anderen Skills jeweils einmal, das heißt 3, 4 und 5 jeweils einmal. Und das ist auch ganz cool, denn jetzt müssen wir nicht so extrem drauf achten, in welcher Reihenfolge wir wann welchen Skill benutzen, weil diese Skills 3, 4 und 5 passen so oder so in einer Rotation, das heißt einmal in der Berserkerform sein, passen so oder so nur einmal insgesamt rein. Und das bedeutet, es ist auch egal, wann und wo wir die benutzen, weil wir die eh nur innerhalb der Zeit einmal benutzen. Darum können wir auch selber entscheiden, wann wir das machen. Lediglich mit dem F1 und halt dem Feuerfächer müssen wir aufpassen, wann wir das nutzen. So, insgesamt werden wir aber durch Tricks noch öfter unseren F1 benutzen können, denn wir werden auch noch ein bisschen den Schwert F1er mit einbauen. Aber das gucken wir uns gleich an. Wir fangen jetzt wirklich erstmal an mit der Rotation auf dem Langbogen, beziehungsweise auf dem Start, den Anfangsburst. Ich mache das meistens so, ich fange auf dem Schwert Fackelset an und nutze hier einmal außerhalb der Reichweite des Gegners den Fünfer-Skill. Der macht halt so ein Feuerfeld um uns rum und macht den schon mal an. Das mache ich extra außerhalb der Reichweite des Gegners, denn sobald der Gegner das erste Mal Schaden kriegt, zählt die Zeit für den DPS natürlich los. Und um direkt mit einem hohen Anfangsburst zu starten, mache ich den halt meistens außerhalb der Reichweite an, nutze dann sofort den Vierer und dann sofort den Kopfstoß, sodass im Prinzip alle drei Skills, also 5, 4 und 0, dass die sozusagen alle gleichzeitig auf den Gegner einprasseln, um direkt einen möglichst hohen Anfangsburst zu haben und damit auch dann erst die Zeit losgeht. Dann geht's in den Berserker-Modus und wir können direkt auf das Schwert das erste Mal den F1 benutzen. Das ist sozusagen den Anfang. Sobald der F1 durch ist, fängt die eigentliche Rota an mit dem Langbogen. In vielen Fällen ist es so, dass der Schwert-F1er während der Channelt bereits unser Adrenalin wieder auffüllen kann, sodass wir theoretisch sofort danach den Langbogen-F1er nutzen könnten. Allerdings klappt das nicht immer. Und einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir auf jeden Fall unseren F1er benutzen, ist die erste Attacke, die ich mache, sobald ich aufs Langbogenset wechsle, immer der Feuerfächer, weil der macht sofort drei Pfeile, das heißt drei Treffer. Und das bedeutet drei Hits, die Adrenalin aufbauen. Danach ist unser F1 definitiv wieder da. Das heißt, die 2, unseren F1. Dann verdoppel ich diesen Skill sofort wieder, mach nochmal den F1 und mach dann unseren Bogenschuss, den Explo-Finisher, in dieses Feuerfeld rein. Dann mache ich erstmal nur Auto-Attacks, bis unser F1 wieder da ist. Wenn wir unseren F1 machen, ist unser Feuerfächer noch nicht ganz wieder da. Das heißt, zum Überbrücken benutze ich die 5, dann die 2, dann die 4 und dann ist auch sofort unser F1 wieder da. Und danach einfach nur Auto-Attacks, bis wir das letzte Mal F1 benutzen. Ich weiß, das ist jetzt viel, aber wir gucken uns das jetzt ein paar Mal an. Also, 5, 4 und Kopfstoß, es geht los und F1, dann wechseln die 2, F1 verdoppeln und den Explo-Finisher rein, jetzt erstmal nix, F1 ist wieder da, 5, 2, 4, dann ist F1 gleich wieder da, jetzt können wir nichts anderes machen außer Auto-Attacks, dann nochmal die F1 und die 2 und dann ist im Prinzip der Berserker-Modus aus. Das ist im Prinzip die Rotation auf dem Langbogen. Die gucken wir uns jetzt gleich noch 2-mal an, einfach damit man es besser sieht. Weil das geht hier natürlich mit Quickness und Alacrity alles auch ziemlich schnell, aber darum machen wir es ja auch mehrfach. Also es ist genauso, wie ich gerade gesagt habe, da kommt man wirklich leicht rein. 5, 4, Kopfstoß in den Berserker-Modus F1, dann wechseln, 2, F1, verdoppeln und Explo-Finisher rein. Jetzt warten, dann F1, 5, 2, 4, dann ist wieder da, wieder benutzen, Auto-Attacks machen und dann noch einmal ein Feuerfeld, ein Zweier und dann ist der Berserker-Modus so gut wie aus. Das ist im Prinzip die Rota auf dem Langbogen. Das muss man sich natürlich ein paar Mal angucken, damit man es wirklich drin hat, aber es ist nicht wirklich schwer. Im Prinzip benutzt man wirklich den F1 im Prinzip auf Cooldown, man benutzt den Zweier-Skill auf Cooldown und zwischendurch versucht man irgendwie alle anderen Skills einzubauen. Wir machen es noch einmal,
sobald mein Waffenwechsel-Cooldown wieder da ist. Das Coole ist, dass auch zwischendurch eine, ja, im Prinzip eine Combo drin, wo ich den F1 mache, dann 5, 2, 4 und danach passt noch genau exakt ein Auto-Attack rein, bevor die F1 wieder da ist. Das können wir uns jetzt auch mal angucken. Also nochmal 5, 4, Kopfstoß im F2, F1. Jetzt wechseln wir gleich, machen die 2, verdoppeln den direkt und hauen den Explo-Finisher rein. So, und jetzt kommt gleich die Combo. F1, 5, 2, 4 und jetzt passt noch genau ein Auto-Attack, bevor wieder die F1 da ist. Dann wieder F1, 2 und der Berserker-Modus ist zu Ende und das war die Rotation. Versucht ihr einfach erstmal so zu spielen und dann seid ihr im Prinzip mit dem Langbogen-Set fertig, könnt wieder auf Schwert-Fackel wechseln, wo unsere wichtigsten Skills die 4 und die 5 sind, aber wie genau die Rotation auf dem Schwert-Fackel ist, werden wir uns gleich nochmal angucken, nochmal extra gezielt, denn da gibt es auch ein paar coole Tricks. Wir wollen jetzt erstmal bei dem Langbogen bleiben. Aber wie gesagt, prinzipiell würden wir jetzt so lange hier auf dem Schwert-Fackel-Set spielen, bis unser Adrenalin wieder voll ist und wir wieder in den Berserker-Modus gehen können, tun wir jetzt einfach mal so, Berserker-Modus ist voll, das heißt, sobald wir diesen Status erreicht haben, würden wir wieder F2 anmachen, die F1 benutzen, wechseln und nochmal genau die exakt gleiche Rotation benutzen, wie wir sie schon kennen. Also ihr seht schon, es ist wirklich einfach, wenn man die einmal gelernt hat und einmal die Reihenfolge der Skills hat, dann weiß man es und jetzt ist der Berserker-Modus wieder aus und wir hätten wieder alles auf dem Langbogen getan und würden wieder wechseln. Jetzt gibt es aber noch einen Trick, um noch ein kleines bisschen mehr DPS rauszuholen. Und zwar, wenn man wirklich diese Skills genau in dieser Reihenfolge benutzt, wie ich es gerade gemacht habe, oder halt eine, man kann auch eine andere Reihenfolge benutzen, solange sich das Waffenwechsel letztendlich auf Schwert-Fackel dadurch nicht verzögert, kann man ganz am Ende nochmal ganz schnell auf das Schwert-Fackel-Set nutzen, hier den Feuerbrecher benutzen, der dann das Adrenalin auffüllt und man kriegt am Ende sogar nochmal den Schwert-F1er durch im Berserker-Modus. Das heißt, man hat dann in dieser kompletten Rota insgesamt 7-mal den F1er benutzt. Ganz am Anfang den Schwert-F1er, dann 5-mal den Langbogen-F1er und ganz am Ende nochmal den Schwert-F1er. Allerdings muss man da super schnell sein. Ich werde jetzt mal versuchen, das hinzukriegen, damit ihr das mal sehen könnt. Aber da muss man wirklich super schnell sein, da darf kein Fehler passieren. Aber es ist dann schon ein merkbarer DPS-Increase. Aber ich versuch's mal. So, das heißt, wir gehen in den Berserker-Modus, machen jetzt unsere ganz normale Rota, wie wir die auf dem Langbogen kennen. So, die haben wir jetzt schon gelernt ein paar Mal. So, und jetzt nach dem nächsten F1er und 2er wechseln wir sofort auf das Set, benutzen den 4er und da seht ihr, da habe ich nochmal ganz schnell am Ende den Schwert F1er durchgekriegt. Also ganz schnell gewechselt, 4 benutzt, das hat das Adrenalin komplett aufgefüllt und wir konnten nochmal den Schwert F1er benutzen. Das ist wirklich ein sehr cooler Trick, der im Prinzip einen normalen Kondi-PS-Spieler von einem fortgeschritteneren Kondi-PS-Spieler unterscheidet, dass man diesen einen F1er am Ende nochmal durchkriegt und dadurch nochmal das kleine bisschen mehr DPS letztendlich rauskriegt. Allerdings muss dafür wirklich alles perfekt laufen. Das heißt, man braucht permanent Schnelligkeit und man braucht auch permanent Tatendrang. Denn wenn während der Rota in einem echten Kampf, in einem Raid-Kampf oder einem Fraktalkampf auch nur irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt einer dieser beiden Sachen ausläuft, auch wenn es nur kurz ist, Schnelligkeit oder Tatendrang, dann klappt das Ganze schon nicht mehr. Denn das ist am Ende wirklich so extrem knapp von der Zeit her, dass selbst wenn man sich anstrengt manchmal und wirklich richtig schnell ist, dass es trotzdem manchmal einfach nicht hinhaut. Das ist auch ein kleines bisschen zufällig, muss ein bisschen Glück haben, aber wir versuchen es nochmal. Ich zeige es euch nochmal. Also, Berserker-Modus an, die 2 benutzt, so jetzt hier die ganz normale Combo, die wir kennen. Und ja, jetzt ist gleich nach dem nächsten F1er, müssen wir nochmal die 2 benutzen. Wir wechseln die 4 und nochmal ganz schnell, ja, da habe ich es noch gerade so geschafft, nochmal ganz schnell den Schwert F1er letztendlich durchbekommen. Also das ist letztendlich eine Combo, die man hier, klar, in dieser Golem-Arena, hier lässt sich die super machen. Das heißt, wenn man hier wirklich sein DPS testen will, sollte man das wirklich jedes Mal versuchen, um wirklich den maximalen DPS hinzukriegen. Im Raid-Kampf selbst muss man situationsbedingt wirklich überlegen, wie schnell bin ich gerade in meiner Rota, wie gut habe ich die durchgezogen und hatte ich wirklich diese ganzen Buffs und kann ich es auch jetzt in echt machen. Das funktioniert tatsächlich in Raid-Kämpfen, das kann man da nutzen, aber dann müssen halt die letztendlich die
die Voraussetzungen wirklich optimal für sein. Aber dann könnt ihr wirklich guten DPS machen. Trotzdem, falls euch das zu schwierig ist, also falls ihr wirklich merkt, scheiße, ich krieg den letzten F1er nicht rein, habe ich trotzdem, das habe ich auch mal getestet und habe meine komplette Rota gemacht, wo ich kein einziges Mal versucht habe, am Ende den F1er nochmal reinzukriegen, sondern einfach ganz normal weitergemacht habe. Das heißt, wenn auf dem Langbogen letztendlich der Berserker-Modus ausläuft, ganz normal auf Schwert-Fackel wechseln und ganz normal weiterspielen, auch da kann ich euch dann am Ende eine Zahl zu sagen, was für ein DPS rauskommt, wenn man das nicht benutzt. Dann seht ihr erstens, wie der DPS-Unterschied ist zwischen jedes Mal den F1er durchkriegen oder nie durchkriegen, und ihr habt natürlich auch einen Vergleichswert, falls ihr das nicht machen wollt, weil ihr denkt, in einem echten Match schaffe ich das eh nie oder sowas. Also da keine Sorge. So, jetzt haben wir gelernt, wie die grobe Rota ist auf dem Langbogen und wie wir den maximalen Schaden mit unseren Berserker-Skills, also unseren F-Skills, mit unseren Salve-Skills durchkriegen. Jetzt müssen wir uns noch angucken, wie das Ganze auf dem Schwert-Fackel-Set aussieht. Ich mache den Bot mal aus, denn auf dem Schwert-Fackel-Set, das ist nicht einfach nur irgendein Set, auf das wir mal irgendwie wechseln, um dann einfach so ein bisschen zuzuhauen, um Zeit zu überbrücken, um Zeit zu schinden, sondern auch hier gibt es ein paar richtig coole Tricks, die wir anwenden können, um unseren DPS zu erhöhen. Und der erste Trick, den gucken wir uns jetzt an, der hat mit der Auto-Attack zu tun. Dafür müssen wir uns die Auto-Attack-Chain einmal angucken. Da seht ihr, wir haben drei Attacken in der Auto-Attack-Chain: Arterienabtrennung, Schnittwunde und Sehnenschnitt. Jetzt ist das so, wenn wir einen Gegner attackieren, werden diese drei Skills automatisch nacheinander ausgeführt. Das heißt, erst Arterienabtrennung, dann Schnittwunde, dann Sehnenschnitt. Danach wieder Arterienabtrennung, Schnittwunde, Sehnenschnitt und so weiter. Das heißt, die Auto-Attack-Chain besteht aus drei Angriffen. Wenn wir uns jetzt die Angriffe aber mal einzeln angucken, werden wir sehen, die machen erstens alle den gleichen physischen Schaden. Das heißt, die sind vom physischen Schaden her alle gleich. Allerdings von den Kondis, die machen, sind die unterschiedlich. Arterienabtrennung und Schnittwunde machen beide Blutungen, die auch gleich stark sind, aber der Sehenschnitt macht überhaupt gar keinen Zustand, außer Verkrüppeln, der uns natürlich am DPS nichts bringt. Das bedeutet jetzt natürlich, von dieser Auto-Attack-Chain sind anscheinend die ersten beiden Skills wirklich richtig gut, weil die kommen schnell und machen auch noch Blutung, und der dritte Skill, der macht im Prinzip nichts Großartiges für uns, außer den gleichen physischen Schaden wie auch die anderen Attacken. Jetzt ist es, und das kann man wirklich richtig cool machen, man kann die Auto-Attack-Chain nach der zweiten Attacke abbrechen und immer wieder mit der ersten Attacke anfangen. Das heißt, man macht immer nur Arterienabtrennung, Schnittwunde. Das heißt, Auto-Attack-Chain, Auto-Attack 1, Auto-Attack 2, dann Auto-Attack 1, Auto-Attack 2, Auto-Attack 1, Auto-Attack 2, sodass man die ganze Zeit nur die Skills benutzt, die auch wirklich Blutungen, also Kondis, Zustände zufügen, und man den dritten Skill gezielt weglässt. Dazu muss man eine Sache wissen, wie Auto-Attacks in dem Spiel gehandelt werden. Und zwar erkennt der Charakter automatisch, kann er eine Auto-Attack-Chain nur durchmachen, wenn diese nicht unterbrochen wird. Das heißt beispielsweise die dritte Auto-Attack, den Sehenschnitt, den kann der Charakter nur nach einer Schnittwunde machen. Sobald doch nur irgendein anderer Skill davor ist, kann er den Sehenschnitt nicht mehr machen. Das heißt, den Sehenschnitt kann man nur nach einer Schnittwunde machen und die Schnittwunde nur nach einer Arterienabtrennung. Jetzt kann man das natürlich nutzen, indem man einfach zwischendurch einen anderen Skill benutzt. Man macht beispielsweise Skill 1 und Skill 2 jetzt aus der Auto-Attack-Chain und nutzt dann einfach die 5. Dann erkennt das Spiel, ich kann jetzt den Sehenschnitt nicht machen, weil davor keine Schnittwunde gemacht worden ist, sondern der 5er-Skill. Das heißt, ich muss jetzt die Auto-Attack-Chain wieder von vorne anfangen. Das heißt, man kann einfach machen, Auto-Attack, Auto-Attack, 5, Auto-Attack, Auto-Attack, 4, Auto-Attack, Auto-Attack, 3, Auto-Attack, Auto-Attack, 2. Und so bricht man jedes Mal nach dem zweiten Skill, nach dem zweiten Auto-Attack, die Auto-Attack-Chain ab und zwingt das Spiel dadurch, wieder von vorne zu beginnen. Und wenn man das nutzt, dann nutzt man die ganze Zeit nur die ersten beiden Angriffe, die Blutung verursachen, und einfach nie den dritten Skill, der uns im Prinzip nichts bringt. Das ist schon mal der erste Trick, das heißt, das können wir uns schon mal merken, das versuchen wir in unsere Rotation mit einzubauen, immer nach zwei Auto-Attacks einen anderen Skill zu benutzen. Das Coole ist, wir werden auch auf dem Skill, auf dem Schwert-Fackel-Set meine ich natürlich, nicht Skill, sondern Set, werden wir auch genug Skills haben, um zwischendurch einzubauen. Wir haben zwar nicht genug, um wirklich komplett, bis der Berserker-Modus aufgeladen ist, das jedes Mal so zu machen, das heißt, dass wir auch mal eine Auto-Attack-Chain komplett durchziehen, wird sich einfach nicht verhindern lassen. Aber zumindest können wir die Zeit, wo der dritte Auto-Attack gemacht wird, das können wir zumindest minimieren. Das ist schon mal der erste Trick.
Jetzt kommen wir zum zweiten Trick, obwohl ich kann dir noch einfach mal zeigen, wie das geht, weil dann lässt sich das vielleicht auch besser vorstellen. Das heißt, wir machen hier wieder einen ganz normalen Gegner. Und jetzt zeige ich das mal genauso. Also, Auto-Attack, Auto-Attack 5, Auto-Attack, Auto-Attack 4, Auto-Attack, Auto-Attack 3, Auto-Attack, Auto-Attack 2. Und jetzt haben wir alle Skills natürlich auf Cooldown gehauen und haben aber immer nur die ersten beiden Skills der Auto-Attack-Chain genutzt. So, jetzt gehe ich aber mal kurz aus dem Kampf. So, und jetzt haben wir noch, gibt es noch einen zweiten Trick, den wir, ja, im Prinzip, den wir kombonen zusammen mit diesem ersten Trick, das Auto-Attack abbrechen, was wir schon gelernt haben, kombonen wir das, um eine Super-Kombo sozusagen zu machen. Dafür müssen wir uns aber mal kurz einen Trade angucken. Und zwar, das ist der Großmeister-Trade hier unten von Berserker, nämlich König des Feuers. Ich lese es mal kurz vor. Erhöht die Dauer des von euch verursachten Brennens. Klar, super Trade, 33% höhere Brenndauer. Sorgt natürlich mit dafür, dass wir auf die 100% Brenndauer kommen. Und jetzt wird es interessant. Erhaltet Feueraura, wenn ihr einen Gegner kritisch trefft. Und Berserker-Fertigkeiten lassen die Feueraura detonieren, wobei sie Gegnern in der Nähe Schaden und Brennen zufügt. Das heißt, indem wir kritische Treffer machen, kriegen wir eine Feueraura. Und wenn wir dann eine Berserker-Fertigkeit benutzen, damit sind im Prinzip unsere F2 und F1-Skills benutzt. Sowohl einfach nur in den Berserker-Modus reingehen, also einfach nur F2 drücken, löst schon diese Detonation der Feueraura aus, als auch natürlich unsere F1-Skills dann in dem Berserker-Modus zu nutzen. Das heißt, das sind diese Berserker-Fertigkeiten. Und die können, wenn wir die benutzen, die Feueraura, die wir selber kriegen, wenn wir kritisch treffen, detonieren lassen, um Gegnern in der Nähe Schaden zuzufügen. Und Brennen zuzufügen, meine ich natürlich. So, das hört sich jetzt erstmal natürlich cool an, aber es hört sich natürlich auch so an, als ob man da nichts groß für machen muss. Denn kritische Treffer macht man so oder so zwischendurch. Das heißt, die Feueraura kriegt man ganz automatisch. Und den F1-Skill, den spammt man ja sowieso, das haben wir jetzt schon gelernt. Wir benutzen unseren F1-Skill im Idealfall, wenn wir die optimale Rote fanden, benutzen wir das 7-mal, also wirklich extrem oft. Also im Prinzip ist es so, als ob dieser Trade eh komplett automatisch laufen würde. Jetzt ist es aber so, dass auf diesem Trade ein interner Cooldown von 15 Sekunden ist. Das Interessante, was man erstmal wissen muss, ist, dieser interne Cooldown zählt aber nur für das Erhalten der Feueraura bei kritischen Treffern. Das heißt, wir können nur alle 15 Sekunden durch einen kritischen Treffer auch eine Feueraura bekommen. Allerdings zählt dieser interne Cooldown nicht für das Detonieren der Feueraura. Das heißt, wenn wir aus irgendeiner anderen Quelle noch zusätzlich Feuerauren bekommen würden, könnten wir die auch ohne internen Cooldown die ganze Zeit explodieren lassen. Also im Prinzip, wir machen einen kritischen Treffer, kriegen diese Feueraura und lassen die mit einer Berserkerfertigkeit detonieren. Dann können wir 15 Sekunden lang durch kritische Treffer keine weitere Feueraura mehr kriegen. Wenn jetzt aber beispielsweise ein Elementarmagier dabei ist, der uns eine Feueraura gibt, dann können wir auch die wieder detonieren lassen, unabhängig von dem 15 Sekunden Cooldown. Wenn uns jetzt wieder ein Charakter eine Feueraura kriegt, können wir auch die wieder detonieren lassen. Im Prinzip könnten wir theoretisch im Sekundentakt Feuerauren kriegen und die ganze Zeit detonieren lassen, weil dieser interne Cooldown von 15 Sekunden halt nur auf das Erhalten der Feueraura bei kritischen Treffern drauf ist und nicht auf das Detonieren. Jetzt können wir das natürlich nutzen, um noch zusätzlich, natürlich auch wenn wir alleine sind, klar, im Idealfall kriegen wir auch noch durch andere Spieler irgendwie Feuerauren hin und wieder passiert das halt einfach mal, aber da können wir halt nicht drauf bauen. Trotzdem können wir uns aber selbst auch noch zusätzlich eine geben. Das heißt, wir kriegen nicht nur durch kritische Treffer Feuerauren, sondern auch noch, indem wir coole Kombos benutzen. Und das werden wir jetzt lernen. Dazu brauchen wir Skill 5, Flammen des Kriegs. Das haben wir schon gesehen. Wenn wir das benutzen, machen wir ein Feuerfeld um uns rum. Das ist noch keine Feueraura, nur ein Feuerfeld. Steht auch dran. Kombofeld Feuer steht ganz unten in der Beschreibung. Jetzt gibt es natürlich, in dem Spiel gibt es ja Kombos. Das haben wir auch schon gelernt, als wir hier auf dem Langbogen waren. Wenn wir einen Explosions-Kombo-Abschluss und ein Feuerfeld machen, machen wir Bereichsmacht. Genau das gleiche werden wir jetzt hier auch auf diesem Set machen. Und dafür gucken wir uns Skill 2 an. Da steht nämlich Kombo-Abschluss Sprung. Und jetzt ist es so, wenn man einen Sprung-Finisher in ein Feuerfeld macht, dann kriegt man für sich selbst, also nicht bereichsmäßig, sondern nur für sich selbst, eine Feueraura. Das kann ich auch mal zeigen. Ihr werdet das gleich hier auch in meiner Buffleiste sehen. Und noch um den Charakter rum und auch in der Mitte des Bildschirms wird gleich Feueraura stehen. Also ich mache jetzt mal die 5, jetzt mache ich die 2. Dann seht ihr Feueraura und ihr seht auch hier unten, ich habe ein Feuerschild.
Das ist jetzt hier 5 Sekunden an insgesamt und danach geht das aus. Und so haben wir noch eine weitere Combo oder eine weitere Möglichkeit, um an eine Feueraura zu kommen, indem wir nämlich die 5 mit der 2 kombinieren. Jetzt können wir das natürlich auch noch zusätzlich kombinieren mit dem Trick, den wir vorher gelernt haben. Nämlich, wir machen Auto Attack 5 und dann Auto Attack 2. Dann haben wir sowohl den Trick mit der Auto-Attack-Kette abbrechen genutzt, als auch den Trick, uns selber eine Feueraura zu geben, die wir dann detonieren lassen können. Wichtig ist natürlich, dass wir diese Combo auch genauso ein bisschen verzögern. Denn wenn wir aus dem Berserker-Modus rauskommen, ist ja auf dem Berserker-Modus ein 10 Sekunden Cooldown. Das heißt, wir müssen 10 Sekunden sozusagen auf dem Schwert-Fackelset überstehen, bis wir wieder in den Berserker-Modus reingehen können. Jetzt ist die Feueraura natürlich nur 5 Sekunden um. Das heißt, wenn wir die Feueraura uns zu früh geben, ist sie natürlich wieder ausgelaufen, bevor wir in den Berserker-Modus rein können. Und darum passt es uns eh total gut, dass wir durch diese Auto-Attack-Chain, die wir zwischendurch immer machen, das sowieso verzögern, indem wir erst 2 Auto-Attacks machen, dann erst die 5, dann wieder 2 Auto-Attacks, dann erst die 2. Und dadurch verzögern wir das Ganze natürlich nach hinten, bis wir die Feueraura kriegen. Und dann kommen wir auch meistens cooldown-technisch total gut hin, dass wir die Feueraura noch haben, wenn wir in den Berserker-Modus gehen. Das heißt, ihr seht, wir haben hier schon mehrere coole Tricks miteinander kombiniert, um im Prinzip die Rotation auf dem Schwert-Fackel-Set optimal zu nutzen. Und genau das werde ich euch jetzt auch mal zeigen. Es unterscheidet sich die Rota ein kleines bisschen davon, ob ihr am Ende diesen F1er, den Schwert-F1er am Ende des Berserker-Modus, ob ihr den noch reinkriegt oder ob ihr den nicht reinkriegt. Denn es ist so, wenn ihr den am Ende noch reinkriegt, dann channelt der 2,5 Sekunden. Das heißt, von diesen 10 Sekunden, die wir warten müssen, bis der Berserker-Modus wieder da ist, vergehen schon allein 2,5 Sekunden wegen der Schwert-F1er. Das heißt, wir überstehen hier insgesamt mehr Zeit und müssen nicht so viel Auto-Attacken, bis unser Berserker-Modus wieder da ist, sondern schinden halt Zeit mit dem F1 sozusagen. Wenn ihr den am Ende nicht noch reinkriegt, müsst ihr natürlich letztendlich ein bisschen mehr Zeit überbrücken, indem ihr halt macht Auto-Attack, Auto-Attack, dann erst die 4. Dadurch ist wieder ein bisschen Zeit geschunden und dann erst Auto-Attack, Auto-Attack 5, Auto-Attack, Auto-Attack 2, Auto-Attack, Auto-Attack und dann wieder in den Berserker-Modus. Das ist halt, je nachdem, ob ihr den F1 nutzt oder nicht, weil wenn ihr den F1 am Ende noch reinkriegt, habt ihr eh kurz vorher den 4er-Skill benutzt und dann den F1. Dann macht ihr halt danach Auto-Attack, Auto-Attack 5. Aber ich zeige euch das jetzt einfach einmal. Dann könnt ihr das mal sehen. Ich versuche jetzt auch, erstmal versuche ich das jetzt mit dem F1, den F1 am Ende noch reinzukriegen. Das machen wir jetzt einfach mal. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Wie gesagt, bei mir klappt es auch nicht immer. Aber ganz normale Rota, 5, 4, so und rein und los geht's. Und dann die Rota, die wir bereits kennen. Und jetzt gibt es dann gleich. Ups, jetzt habe ich sogar den Zweier-Skill vergessen. Ist aber nicht so schlimm, wie ich mache die Rota trotzdem. 4 und noch den F1er so. Und jetzt geht's los. Auto-Attack, Auto-Attack 5, Auto-Attack, Auto-Attack 2. Und jetzt Auto-Attacks, bis der Berserker-Modus wieder da ist. Und die ganze Rota geht von neu los. Und wir machen wieder die ganz normale Combo, die wir kennen. Ich zeige das jetzt gleich alles nochmal. Und versuche das nochmal so genauso zu machen, wie wir es gelernt haben. Also ihr seht schon, auch auf dem Schwert-Set ist man nicht sehr oft. Ich versuche wieder die F1 reinzukriegen, da hat es geklappt. Und dann jetzt gleich Auto-Attack, Auto-Attack 5, Auto-Attack, Auto-Attack 2, Auto-Attacks, jetzt halt Chain durchziehen, bis Berserker-Modus wieder da ist. Und es geht wieder von neu los. Und auch unsere Feueraura wird natürlich detoniert. Einmal noch, 3, alle guten Dinge sind 3. Das heißt, ganz normale Rota, wie wir sie kennen. Und jetzt geht's gleich wieder auf das andere Set. Die 4 und die F1 noch durchkriegen. Hat geklappt. Und jetzt Auto-Attack, Auto-Attack 5, Auto-Attack, Auto-Attack 2 und Auto-Attacks durchziehen, bis der Berserker-Modus wieder da ist und es geht wieder von neu los. Also ihr seht schon, das wäre die prinzipielle, ganz normale Rota, wenn alles optimal läuft, wie sie gespielt wird. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz, wie das aussehen würde, wenn wir von dem Langbogen-Set runterkommen und der Berserker-Modus nicht an ist. Dann können wir es halt ein kleines bisschen anders machen. Dann würden wir halt ungefähr, sagen wir jetzt, der Berserker-Modus ist ausgegangen, ich habe meinen F1 benutzt und den Zweier. Jetzt wechseln wir, dann machen wir Auto-Attack, Auto-Attack 4, Auto-Attack, Auto-Attack 5, Auto-Attack, Auto-Attack 2 und jetzt noch so lange Auto-Attacks, bis der Berserker-Modus wieder an ist. Das heißt, da fangen wir dann halt an mit Auto-Attack, Auto-Attack 4, weil wir haben ja den F1 auf dem Schwert eh nicht nochmal benutzt, das heißt, der 4er-Skill ist auch noch da. Und können das dann halt noch ein bisschen weitermachen. Jetzt könnte man natürlich sagen,
Das würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn ihr das jetzt gerade in den Bildschirm schreit. Wenn ich in der ganz normalen Rota mache, Auto Attack 5 und dann Auto Attack 2 und dann halt die Auto Attack Chain so lange durchziehe, bis der Berserker-Modus wieder da ist, warum mache ich dann denn nicht nach der Auto Attack 2 nochmal Auto Attack und die 3? Das liegt daran. Eigentlich ist das ein wirklich guter Skill. Der macht zwar, wie ihr seht, macht er zwar eigentlich keine Kondis, aber er macht wirklich sehr hohen physischen Schaden. Vor allem, wenn der Gegner unter 50% Lebenspunkt ist, weil da macht man doppelten Schaden. Ich werde den Gegner mal schnell unter 50% Lebenspunkte hauen, damit wir uns das mal angucken können. Damit ihr auch sehen könnt, dass selbst in einem Kondi-Bild, dass der Schaden von diesem Skill echt mega hoch ist. Das werde ich euch jetzt mal kurz schnell zeigen. So, wieder die Combo machen, wie wir sie kennen. So, jetzt sind wir unter 50%. So, und jetzt mache ich einfach mal den Dreier-Skill in den Gegner rein. Ups, das war kein Crit. Gut, müssen wir nochmal warten. Wir sind hier natürlich ein Kondi-Build. Und Kondi-Build bedeutet natürlich, dass wir nicht zu 100% der Zeit critten. Versuchen wir es nochmal. Wieder kein Crit. Das ist jetzt natürlich schöner im Vorführeffekt. Aber allein ohne Crit haben wir gerade 7000 Schaden gemacht. Jetzt Crit mal hier, los, gib alles. Da, sehen wir es, 12.000 Schaden. Und es geht sogar noch ein bisschen höher. Also ihr seht schon, trotz dass das hier ein Kondi-Build ist, können wir mit diesem Angriff sehr, sehr hohen physischen Schaden machen. Jetzt könnte man den natürlich auch einbauen. Ich kann das ja auch mal zeigen. Also, Auto Attack 5, Auto Attack 2, Auto Attack 3. Und so könnte man natürlich noch mehr dafür sorgen, dass man die Auto-Attack-Chain nicht komplett durchziehen muss, indem man das auch noch einbaut. Und ich habe das auch mal versucht und in den meisten Fällen nee, nicht in den meisten, aber so in 50% der Fälle klappt das auch. Allerdings in den anderen 50% der Fälle sorgt dieser Skill oder diese Combo leider dazu, dass unser Adrenalin langsamer aufgeladen wird, als der Cooldown von dem Berserker-Modus ist. Das heißt, ich hatte regelmäßig das Problem, dass zwar der Berserker-Modus dann vom Cooldown runter war, also ich wieder in den Berserker-Modus hätte reingehen können, aber mein Adrenalin noch nicht wieder komplett aufgefüllt war. Da hatte ich mehrfach das Problem und dann musste ich halt, ja, dann war es sozusagen schlecht, dass ich den endgültigen Stoß genutzt hatte, weil einfach Auto-Attack durchziehen schneller gewesen wäre. Denn man muss ja auch sehen, endgültiger Stoß hier channelt eine Dreiviertelsekunde. Wenn ich die Auto-Attack-Chain durchziehe, das können wir jetzt gerade nicht sehen, weil ich im Kampf bin, aber der dritte Auto-Attack, der channelt nur eine Viertelsekunde. Das heißt, der dritte Auto-Attack kommt schneller als der Dreier-Skill. Das bedeutet natürlich, weil es für das Adrenalin unabhängig ist, wie viel Schaden ich mache, sondern es nur auf die Anzahl der Angriffe ankommt, mache ich natürlich mit der Auto-Attack-Chain durchziehen, auch wenn die weniger DPS hat. Letztendlich als den Dreier-Skill zu benutzen, mache ich schneller die Angriffe, wodurch schneller mein Adrenalin aufgefüllt werden, wodurch schneller mein Adrenalin aufgefüllt wird und ich dadurch auch schneller wieder in den Berserker-Modus rein kann. Und da habe ich ein bisschen mit rumexperimentiert und meiner Meinung nach, also für mich persönlich, hat das mit Auto-Attack-Chain durchziehen schnell besser geklappt als noch den Dreier-Skill. Aber ich kann euch mal zeigen, wie ich das meine. Wir machen nochmal die ganz normale Combo, das heißt eine ganz normale Chain, wie wir sie jetzt schon tausendmal gesehen haben. Aber ist ja auch gut, dass ihr das so oft seht, weil dann, ja, dann kommt man auch besser rein. Also hier ganz normale Rotation, so. Und jetzt Auto Attack 5, Auto Attack 2, Auto Attack 3. Und jetzt seht ihr, jetzt ist der Berserker-Modus vom Cooldown, aber Adrenalin ist noch nicht wieder voll, sodass ich noch nicht in den Berserker-Modus rein kann. Und dieses Problem hatte ich ein paar Mal, wodurch halt mein Berserker-Modus verzögert wurde und das ist dann natürlich wieder ein DPS-Verlust. Also, und ich weiß nicht, ob sich das lohnt, den Dreier-Skill ab 50% Lebenspunkte noch mit einzubauen, wenn man dann hin und wieder mal den Berserker-Modus verzögern muss. Darum mache ich es in den meisten Fällen lieber nicht. Aber naja, das ist im Prinzip die komplette Rota. Wir haben die jetzt wirklich schon ein paar Mal gesehen. Und ihr wisst sowohl, wie die Rotation auf dem Langbogen ist, als auch die Rotation auf dem Schwert-Fackelset. Jetzt können wir uns im Prinzip so wie auch bei der Power-Variante, gucken wir uns jetzt gleich einmal eine komplette Rotation an, wo ich mal nachkommentiert, weil ich mich da konzentrieren wollte, einen kompletten 4 Millionen Golem kaputt haue.
Da seht ihr einmal, wie nacheinander nonstop im Prinzip die Rotation durchgezogen wird. Und ihr seht auch, dass das mit dem F1 am Ende vor dem Schwert nicht immer klappt. Denn ich glaube, ich habe es in der Rotation insgesamt einmal versaut, weil ich zwischendurch, hat sich komischerweise auf dem Langbogen, mein Adrenalin nicht schnell genug aufgefüllt, wodurch ich den im einen F1er-Schuss ein bisschen verzögern musste. Und dann habe ich natürlich schon gemerkt, scheiße, ich habe gerade meine Rotation ein bisschen verzögert. Und dann habe ich es gar nicht erst versucht, auf dem Schwert am Ende noch den F1er nochmal durchzukriegen. Aber sonst lief eigentlich alles gut. Es ist trotzdem noch eine lustige Sache passiert, das werdet ihr dann aber gleich sehen. Und nachdem wir dann die Rotation durchgezogen haben, seht ihr natürlich auch unten im Chat dann gleich den DPS, den ich da erreicht habe in diesem Video. Und dann werden wir auch nochmal eine kleine Übersicht über die verschiedenen DPS, die es so gibt, werden wir dann nochmal sehen. Aber ich würde sagen, ich schalte jetzt erstmal in diesen Clip, denn ich glaube, erstmal überlege ich jetzt nochmal kurz, ob ich auch nichts in der Rotation vergessen habe, euch zu erzählen. Und wenn ich nichts vergessen habe, sehen wir jetzt diesen Clip, wo wir einmal die Rota sehen und ja, dann geht's dann gleich weiter. Okay, eine kleine Sache ist mir sogar noch eingefallen. Und zwar ist das eine Sache, die möchte ich jetzt hier kurz schnell ansprechen, auch wenn die eigentlich nicht so richtig zur Rotation gehört. Da wurde ich oft gefragt, und zwar einen bestimmten Trade namens brennende Pfeile. Wir haben hier in Taktik haben wir die Möglichkeit, entweder brennende Pfeile zu nutzen oder verbündete Stärken. Verbündete Stärken kennt, denke ich, jeder. Das benutzt so ziemlich jeder Krieger, nämlich Verbündete in der Nähe kriegen 150 Kraft, ist natürlich ein schöner Buff für alle Verbündeten, 150 Kraft zu bekommen, aber es würde auch die Alternative geben, brennende Pfeile, Doppelschuss fügt Brennen zu und Langbogenfertigkeiten werden schneller wieder aufgeladen. Das heißt, unser Doppelschuss, was unser Auto-Attack macht, wird dann auch noch zusätzlich Brennen verursachen. Das heißt, ist natürlich cool, wir werden ja zwischendurch auch ein paar Auto-Attacks auf dem Langbogen machen, wenn die jetzt auch noch Brennen machen, bedeutet das Ganze natürlich, dass wir einen DPS-Increase haben, das heißt unseren DPS erhöhen. Und das ist auch der Grund, warum ich das jetzt hier in diesem DPS-Benchmark-Video noch mit erwähne, denn wenn man diesen Trade reinmacht, kann man natürlich sein DPS in dieser Arena hier erhöhen. Das heißt letztendlich, wenn man den Trade drin hat, weil verbündete Stärken, diesen Buff verbündete Stärken, kann man sich ja eh hier durch diese Konsole holen. Das heißt, wenn man hier macht alle klassenspezifischen Verbesserungen, dann seht ihr, dann ist hier unten auch verbündete Stärken drin. Das heißt, man kann jetzt hier in der Arena theoretisch einfach brennende Pfeile reinmachen, dann hat man den DPS-Increase von brennende Pfeile und hat aber durch die Konsole trotzdem verbündete Stärken. Das heißt, damit erhöht man natürlich so ein bisschen, ja so ein bisschen beschissmäßig sein DPS und zwar ziemlich viel. Das ist kein niedriger DPS-Increase, den man durch brennende Pfeile hat. Allerdings empfehle ich das wirklich nicht zu machen, weil erstens ist es so ein kleines bisschen Beschiss hier in der Arena und zweitens würde man das auch im echten Spiel nicht spielen, weil verbündete Stärken ist einfach viel zu stark. Also 150 Kraft an alle Verbündeten auf 5 Leute im Prinzip aufgeteilt, selbst wenn diese Leute selber Kondi-Klassen sind, also selbst wenn die selber keine physischen Damage-Dealer sind, ist es trotzdem ein richtig guter DPS-Increase für alle, insgesamt 750 mehr Kraft im Team zu haben. Also 150 mal 5, 750 mehr Kraft im Team zu haben. Es ist trotzdem, selbst wenn alle anderen auch Kondis sind, vermutlich ein höherer DPS-Increase, als einfach nur persönlich die brennenden Pfeile reinzumachen. Von daher da nur ein bisschen aufpassen und da nicht euch selbst bescheißen, wenn ihr euren DPS testet, weil wie gesagt, im richtigen Leben sozusagen würdet ihr das eh nicht benutzen, außer wenn ihr vielleicht solo unterwegs seid. Das heißt, wenn ihr gerade Open-World-Zeug macht und ihr seid eh alleine unterwegs, dann könnt ihr diesen Trade natürlich reinmachen, dann bringt er euch natürlich mehr als die 150 Kraft, aber sobald ihr im Team unterwegs seid, lieber immer verbündete Stärken. Naja, das dazu, jetzt wirklich zu der kompletten Rota. So, los geht's. Wir gucken uns jetzt eine komplette Rota an. Wie ihr seht, stelle ich mich wieder ein bisschen weiter weg und beginne dann gleich ganz normal mit der Rota, die wir kennen, mit dem Anfangsburst 5-4 Kopfstoß und dann geht's in den Berserker-Modus. Wir benutzen die F1. Jetzt verdoppeln wir hier auf dem Langbogen die F1, warten kurz und dann kommt die Combo mit 5-2-3. Nochmal ein F1 und jetzt gleich kommt gleich der Wechsel, das heißt 2 Wechsel 4 und nochmal den F1 im Berserker-Modus durchgekriegt. Auto-Attack, Auto-Attack 5, Auto-Attack, Auto-Attack 2 und jetzt Auto-Attacks durchziehen, bis der Berserker-Modus wieder da ist. Und sobald er da ist, wechseln wir wieder und die Rota beginnt von 9. Da war gerade wieder der Explo-Finisher, wieder die Combo mit 5-2-4.
Und jetzt gleich ist der Berserker-Modus zu Ende, das heißt F1, die 2 und der Wechsel und schnell 4 drücken und die F1 noch auf dem Schwert durchkriegen. Dann wieder Auto-Attack, Auto-Attack 5, Auto-Attack, Auto-Attack 2 und Auto-Attacks durchziehen, bis der Berserker-Modus wieder da ist und das Ganze beginnt von neuem. Also wirklich nicht sehr schwer. Ich finde die Rotas um einiges leichter insgesamt durchzuziehen als die vom Power, weil man da beim Power auf so viele verschiedene Sachen achten muss. Ich meine, klar, wenn man am Ende hier auf dem Set das Schwert noch durchkriegen will, den Schwert F1er, dann ist das natürlich ganz schön schwierig. Da muss man sich auch hier anstrengen. Aber trotzdem einiger, finde ich, um einiges leichter zu spielen. Man muss sich auch nicht so viel bewegen, nicht rumwirbeln, nicht auf Dodgen achten. Also die ist wirklich angenehm zu spielen, die Rotation. Und wie gesagt, man muss nicht immer den Schwert F1 am Ende noch durchkriegen, auch wenn es natürlich schön ist. Auch das hier, dass man immer nur zwei Auto-Attacks macht und dann abbricht, ist eigentlich kein Problem. Da habe ich gedacht, ich habe es versaut und bin daher schon wieder zur Konsole gelaufen. Das meinte ich am Anfang mit, da ist mir was Lustiges passiert, weil ich dachte, ich habe den Berserker-Modus nicht angemacht und einfach nur den F1er auf dem Schwert genutzt, ohne Berserker-Modus. Dann ist mir, während ich zur Konsole gerannt bin, aufgefallen, scheiße, hat doch geklappt und bin dann ganz schnell umgedreht. Ja, und versuche jetzt gerade die Rota weiterzumachen. Also, da war ein kleiner Fehler von mir, aber es hat meine Rota nicht wirklich gestört, denn ihr habt es gesehen, ich habe am Ende trotzdem noch die F1 auf dem Schwert durchgekriegt. Und bisher hat es wirklich jedes Mal geklappt, wie ihr seht. Jetzt versuche ich es gleich nochmal. Und da hat es noch gerade so hingehauen. Ich weiß auch nicht, was das war. Da war irgendwie das Adrenalin hat sich ein bisschen langsam aufgebaut, aber hat noch gerade so geklappt. Und jetzt geht es wieder von vorne los, ganz normal mit der Rota, die wir kennen. Ja. Und ja, jetzt müsste auch gleich die Stelle sein, wo ich gemerkt habe, scheiße, ich habe außerdem meine Rota verzögert und die Skills in der falschen Reihenfolge benutzt. Und darum versuche ich es jetzt auch gar nicht erst auf dem Schwert noch durchzukommen. Und darum seht ihr, ich mache ganz normal jetzt Auto-Attacks, versuche auch den Zweiersprung ein bisschen zu verzögern, um am Ende noch die Feueraura im Berserker-Modus zünden zu können. Und das war sozusagen die einzige Stelle, wo ich halt mal einen Fehler eingebaut habe. Aber ihr seht, ich bin auf 23.824 insgesamt gekommen. Also ihr seht, diese Zahl kann man auch mit Fehlern erreichen. Das heißt, es ist noch ein kleines bisschen mehr Potenzial in dieser Rotation drin, denn ich habe Fehler eingebaut. Trotzdem sind 23,8 ein ordentlicher Wert, wie gesagt, mit vollen Infusionen. Den Wert speichern wir uns natürlich jetzt erstmal, den können wir schon mal aufschreiben und uns merken. Und ja, wenn man jetzt wieder die 2% von Infusionen abzieht, kommt man ungefähr auf 23,3. Also ich weiß, dass 23,3 ohne Infusion möglich sind, das habe ich schon gesehen. Allerdings ist das wirklich ziemlich schwer. Also da muss wirklich, wenn man das schaffen will, muss im Prinzip jeder Schwert F1 wirklich noch durchkommen, wenn man das schaffen will. Oder so gut wie jeder. Vielleicht auch nur einen einzigen versauen, so wie ich es jetzt am Ende gemacht habe. Aber das ist auch wirklich nicht leicht zu knacken. Jetzt natürlich zum Vergleich, das hatte ich ja gesagt, wenn man einfach nicht versucht, am Ende die Schwert F1 noch durchzukriegen, das heißt einfach nachdem der Berserker-Modus aus ist, einfach vom Langbogen auf das Schwert-Fackelset wechselt und da einfach so ein bisschen mit den Skills rummacht, natürlich auch hier versucht, die Feueraura auszulösen und natürlich auch hier versucht, einigermaßen die Auto-Attack-Chain nach der zweiten Attacke zu unterbrechen und so. Das habe ich einfach mal gemacht, nicht ewig, aber da bin ich auf 23.000 gekommen. Das heißt, die Zahl könnte ich auch merken, einfach zum Vergleich. Also ihr seht schon, das ist schon 800 DPS Unterschied, ob man am Ende die F1 vom Schwert noch durchkriegt oder nicht. Das ist jetzt zwar nicht sonst wie hoch, weil ich meine, wirklich, meistens sehe ich das persönlich so, wirklich ein Trick, der wirklich richtig was bringt, wo man sagt, den muss ich durchziehen, weil sonst ist mein DPS viel zu schlecht. Das fängt bei mir meistens so bei 1000 an. Also ein Unterschied von 1000 DPS, das ist dann schon was, wo ich wirklich überlege, das muss man eigentlich machen, weil es einfach zu gut ist, um auf 1000 DPS zu verzichten. Bei 800, jetzt seht ihr, geht das noch so einigermaßen. Würde ich auch, ehrlich gesagt, eher überlegen, das zu nutzen. Aber 23.000 hinzukriegen ist trotzdem auch nicht schlecht, wenn man das nicht macht. Jetzt natürlich, auch das hatte ich am Anfang angekündigt, wenn man jetzt noch das alte Kriegerbild spielt, das heißt nicht diese goldenen Klöße nutzt, sondern wirklich offensives Food, das heißt noch die alten Sigile, das offensive Food und versucht jetzt mal die Rota durchzunehmen, im Prinzip so wie bisher der Kondi-Krieger gespielt worden ist. Das habe ich auch mal getestet, da bin ich auf 25.950 gekommen. Also da seht ihr, das ist über 2000 mehr. Das ist schon ordentlich.
Also da sieht man jetzt wirklich, dass der Krieger, der Kondi-Krieger, durch den Nerf des Mesmas, das ist auch total paradox, das muss man sich erstmal überlegen, durch den Krieg, Quatsch, durch den Nerf des Mesmas, also dafür, dass eine andere Klasse genervt worden ist, hat jetzt der Krieger dadurch, dass er sein Bild anpassen muss, einen DPS-Einsturz von 2000. Das ist schon echt ordentlich. Die Sache ist jetzt natürlich bei 2000, das ist so ordentlich, dass man sich denken könnte, nee, sorry, das mache ich nicht, das ist mir zu viel. Aber wenn man bedenkt, dass wenn wir das nicht machen, eventuell die Macht in der Gruppe richtig scheiße ist und dann noch fünf andere Leute drunter leiden. Und wir als Krieger sind ja eigentlich keine DPS-Klasse, das heißt, wenn wir ein bisschen DPS einbüßen, ist das nicht ganz so schlimm, als wenn das zum Beispiel ein Krieger, Quatsch, ja, ich bin echt doof heute, wenn das zum Beispiel ein Elementarmagier oder ein Dieb hat. Das heißt, die verlieren letztendlich. Das heißt, wenn die Macht in der Gruppe schlecht ist, verliert man vermutlich insgesamt am Gruppen-DPS mehr DPS, als wenn jetzt einfach nur der Krieger ja halt in den sauren Apfel beißen muss und da hier diesen DPS-Verlust von 2k hat. Das heißt, das ist zwar eine blöde Sache für alle Krieger, aber das ist halt ein Opfer, das der Krieger für die Gruppe bringen muss, sozusagen. Aber trotzdem merken wir uns mal, dass theoretisch in dem Krieger 25,9k drin sind, in dieser Kondi-Variante. Wenn wir jetzt noch die brennenden Pfeile reinmachen würden, wäre natürlich nochmal ungefähr ein K mehr drin. Dann würden wir vielleicht sogar auf 26,9 oder so kommen. Also, ja, das ist schon nicht schlecht. Aber, wie gesagt, für uns interessant sind jetzt erstmal nur die 23,8. Und jetzt als letzte Sache noch, das ist die Zahl wieder aus der Gilde, die jeder Kriegerspieler erreichen muss, wenn er in unserer Gilde ja beitreten und auch bleiben will, denn wir müssen ja diese Werte jeden Monat wieder erneut erreichen mit Screenshot-Beweis. Und unsere LN-Vorgabe von der Gilde sind 22,5. Natürlich ist da mit eingerechnet, dass der Gildenleitung bewusst ist, dass nicht jeder volle Infusion hat, so wie ich jetzt in dem Dreh. Das heißt, das ist extra ein Wert, den man noch ohne Infusion ganz gut erreichen kann. Aber auch für den muss man ein bisschen üben. Wenn man die Rotation noch nicht gemacht hat und noch nicht kennt, dann wird man wahrscheinlich am Anfang trotzdem Probleme haben, an die 22,5 zu kommen. Aber jetzt habt ihr mal eine kleine Übersicht über die Werte, was man alles erreichen kann in verschiedenen Varianten und Versionen vom Kondi-Krieger. Trotzdem ist das jetzt wieder viel zu viel. Wir löschen erstmal wieder alles Unwichtige raus und markieren uns die Zahl, die letztendlich jetzt von mir am Ende erreicht worden ist, die wir dann letztendlich in unsere DPS-Tabelle eintragen wollen. Das heißt, wir haben jetzt schon die vom Power-Krieger und die vom Kondi-Krieger. Wir speichern uns das jetzt erstmal und sind jetzt damit durch. Jetzt noch eine Sache am Ende, die auch, das war es auch so ein bisschen über ganz normale Rotation hinausgeht. Wenn man sich jetzt nämlich mal die Werte anguckt, also vielleicht habt ihr die Werte vom Powerkrieger noch im Kopf, die waren nämlich um einiges höher, ungefähr 2k höher, dann kann man sich jetzt natürlich denken, hä, wieso sollte ich überhaupt jemals den Kondi-Krieger spielen, wenn der erstens schlechter Macht stackt und zweitens auch noch 2k niedrigeren DPS hat, dann macht es ja gar keinen Sinn, den Kondi-Krieger zu spielen. Und so rein von der Theorie stimmt das auch. Allerdings lässt sich, und das haben wir heute gesehen, der Kondi-Krieger viel, viel einfacher spielen. Die Rotation ist viel einfacher. Man muss auf viel weniger Sachen achten. Das heißt, die Rotation ist einfacher auszuführen, auch und in Stress- und Drucksituationen natürlich. Hinzu kommt auch noch, dass man nicht immer perfekt im Nahkampf stehen muss, denn wir haben nun mal einen Langbogen und jede einzelne Attacke auf dem Langbogen ist eine Fernkampfattacke. Das heißt, wir können auch mal 2, 3 Meter weggehen. Drittens ist es deswegen aus dem gleichen Grund auch nicht so schlimm, wenn sich der Gegner mal bewegt. Außerdem können wir jede einzelne Attacke aus dem Laufen herausschießen und müssen nicht wie bei 100 Klingen in der Power-Variante stillstehen. Das heißt, wir können uns bewegen, der Gegner kann sich ruhig bewegen und kann nicht aus Attacken rauslaufen. Und das alles zusammen kann halt dafür sorgen, dass wir bei bestimmten Encounters, also bei bestimmten Situationen, einfach trotzdem letztendlich einen viel höheren DPS haben als die Power-Variante und deswegen auch viel besser Macht stacken. Also es kommt wirklich immer auf die Situation und den Kampf an, was da besser ist. Nur allein jetzt hier von den DPS-Zahlen her kann man halt nicht darauf schließen, wie das letztendlich im Spiel, ja, dann sozusagen performt, sage ich jetzt mal. Die Builds sind beide gut und die werden auch beide regelmäßig in Raids im Prinzip fast abwechselnd zum Teil von Kampf zu Kampf gespielt. Und ja, vom DPS, klar, sind die leicht unterschiedlich, aber trotzdem ungefähr in der gleichen Region, sage ich jetzt mal. Alle so in die 23.000 bis 26.000. Und ja, jetzt haben wir den Krieger damit sozusagen abgeschlossen. Ihr habt eigentlich alle Infos zu Builds und
Rotations jetzt von mir erfahren. Das heißt, mit dem Krieger sind wir durch, mit sozusagen der Episode 2-Reihe. Jetzt können wir uns als nächstes mit der nächsten Klasse auseinandersetzen. Ich weiß noch nicht, welche das sein wird. Ich sage jetzt hier aber erstmal Tschüss, bin schon echt auf eure Kommentare gespannt und natürlich auch eure Zahlen. Eure Fragen könnt ihr wie immer auch gerne stellen. Ich werde versuchen, alle zu beantworten. Das habt ihr beim Power-Krieger auch schon gemacht. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, und dann sage ich jetzt erstmal Tschüss und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.